Wie viele Liter Bums? Oh, ist das gut, Herr Med? Danke, danke. Alsjeblieft. Maar ze hadden dus allemaal stukjes niet geschreven. Ja, dat geeft niks. Nee. Dat is goed, dat is goed. Ja, dat zijn we. Ja, ik zat ook een hele. Digital video. Ja. Even Ellie pakken. Fontaine, die er hier in Doutmerken start. Ik leef het seit 48 jaar in Canada. Mijn vader is de grond waarom mijn broeder, mijn zuster, ihre familien en ik gezamenlijk zijn. We willen hem aan deze bijzondere dag een denkmal zetten. Die vergangenheid verbindt ons allen. Hoe ook immer we heen gaan, was ook immer uit ons wereld, we kunnen onze wurzelen niet verleugnen. Deshalb jubel ik immer nog voor die Nederlandse voetballer bij een Weltcup en lieve gezalzen hering. Die vergangenheid is ook de grond waarom we hier zijn. Om die degenen te eren die hier gestorven zijn. Und uns dadurch so viel Leid beschreiten, als wir aufgewachsen sind. Wie ich schon sagte, gibt es ein gemeinsames Band zwischen uns. Der Wunsch, diesen Tag zu teilen, auch wenn wir aus verschiedenen Ländern kommen und verschiedene Sprachen sprechen. Für mich, Franz, Leni und Gerard, bringt dieser Tag einen Abschluss nach 65 Jahren, den wir die deutschen Menschen in diesem Teil des Landes verdanken, welche die Anstrengung unternahmen, nachzuforschen, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Diese Menschen verdanken wir, dass unsere Kinder die Vergangenheit verstehen, und dass unsere Liebsten nicht vergessen werden. Einen speziellen Dank möchte ich Johanna Grünert aussprechen, die uns so schnell Bilder vom Monument schickten und uns auch zusätzliche Informationen zukommen ließ. Vielen Dank auch alle, die dieses Projekt begannen, an die Kinder, die den Ort des Momentes pflegten, und alle, die auf irgendeine andere Art einbezogen waren. Ich glaube, dass es für alles im Leben einen Grund gibt. Was in der Vergangenheit passierte, hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Ich mache die Vorstellung, dass unser Vater auf uns hinunterlachte, nachdem er uns 78er den Zug nach Deutschland besteigen hat stehen. Das wäre niemals geschehen, wenn wir nicht gewesen waren. Diese zwei Tage sind sehr emotional und besonders für uns gewesen und haben in mir das Wissen bestärkt, dass die deutschen, so freundliche, fürsorgliche und spaßliebende Menschen wie wir sind. Aber wir lieben es immer noch, sie im Fußball zu schlagen. Vielen Dank und Gott segne sie. Thank you. Z domu Fontaine, wierzę Konrad i bracia i siostry i naturalnie ja przyjechaliśmy tutaj. W tym szczególnym dniu chcemy dać dowód na
naszej pamięci. Przeszłość feiert der Initiative Erkerwald für die Einladung und den nächtlichen Empfang. Je vous remercie très sincèrement l'initiative Erkerwald pour l'invitation à l'initiative Erkerwald. Wir als Amikal Nachfaller Schuppen aus Luxemburg bedanken mit Toten der Stadt den Opfern, die hier geliebten und umgekommen sind und denen, die das Glück hatten, wieder nach Hause zu kommen. L'amical Nachfaller Schuppen, die Luxemburg, prend avec très grand respect aux victimes de cet endroit et à ceux qui avaient la chance de rentrer à la maison. Ich hoffe und wünsche uns alle vom Herzen, dass wir die schreckliche Kriegs- und Terrorzeiten des Zweiten Weltkriegs nie mehr erleben werden. J'espère et je souhaite de tout mon cœur à nous tous de ne plus jamais vivre les affres de la Deuxième Guerre mondiale. Von den 416 Luxemburger Häftlingen aus dem KZ Nachtweiler Schule. Ja, ich würde es auch. Schauen die Weißrohr, Kreatelle, geehrte Herrschaften, liebe Freunde. Gestern tut euch vor das Biertal. Im Kehr zum 15. Mal. Każdego roku jednak wracam myślami do czasów, kiedy Dausbergen było nazywane piekłem i łamaczem kości. Komm seit 15 Jahren hierher und jedes Mal komme mit dem Gedanken auf die Zeit, als man von Dausbergen dem Ort der Hülle und dem Knochen des kurzartigen Pomnika. Swojej wizji przewidział to, co ma miejsce dzisiaj, tą otwartą wojnę. Es vergingen Jahre und in dieser Zeit schuf der Siegfried Haas diese Plastik, die an diese schlimme Zeit erinnert. A postać wyciąga ręce do zgody. Diese Gestalt wegen meiner Schule der Zinsendorf-Schule Königsfeld wird Standard irgendwie auch Kollegin mit Flöte, Johannes Michel mit Bratsche und Götz Knies, der das auch ein bisschen arrangiert hat an der Gitarre und an einem Instrument, das ich jetzt... Wie lange wollt ihr noch das eigene Nest beschmutzen? Unschuldig. Der Krieg wurde Deutschland durch das Versailler Diktat aufgezwungen.
Mein Freund, der hat mir ein Lied gezeigt. Und das fand ich richtig gut. Neulich habe ich auf dem Dachboden eine Kiste entdeckt. Die hat Großvater 45 dort versteckt. Dort waren all die schönen Sachen aus guter alter Zeit. Obendrauf lag Opas alte Uniform bereit. Denn der Großvater war Sturmführer bei der SS. Der Großvater war Sturmführer bei der SS. Der Großvater war Sturmführer bei der SS. Sturmführer, Sturmführer bei der SS. Aufhören, aufhören mit diesem schrecklichen Lied. Bei einer Panzerdivision war Großvater damals dabei. Da hat man aufgeräumt bei der Russerei. Drum freut mich heute auch jeden Tag enorm, sehe ich Großvaters alte Uniform. Denn der Enkel wird Sturmführer bei der SS. Der Enkel wird Sturmführer bei der SS. Der Enkel wird Sturmführer bei der SS. Sturmführer, Sturmführer bei der SS. Nein, nein, es darf so nicht sein, dass die Enkel die Verbrechen der Großväter wiederholen. Nur wer sich ehrlich der Vergangenheit stellt, kann die Fehler in der Gegenwart vermeiden. Wir wollen lernen, lernen aus der Geschichte für die Gegenwart. Das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung. Verdrängen hält die Erlösung auf. Erinnerung bringt sie näher. Und ritzten ihr ein Hakenkreuz in die Haut. Die 17-Jährige war laut Polizeibericht Zeugin geworden, wie Männer ein Spätaussiedlermädchen drangsalierten, eine 6-Jährige. 4 Männer mit Springerstiefeln, Bomberjacken und NSDAP aufnähern. Als die junge Frau die Rechten terrorisieren. Dass junge Menschen gewaltbereit sind und ein 17-jähriges Mädchen mit Nazi-Symbolen die Haut zerschneiden. Dass erwachsenen Menschen heute immer noch nichts einfällt, außer tatenlos zuzusehen. Wir haben mit Jacek ein Gespräch geführt. Jacek war ungefähr so alt wie wir, 17 Jahre, als er in das Konzentrationslager kam und ungefähr so alt wie jene Rechtsextremisten. Dies sind unsere Fragen an ihn. Erstens, behaupten? Ja, ich war auch 17. Der Spezialist und KZ-Hauptsturmführer Fritsch hat so die Zugänge, so gesagt. Hier ist kein Sanatorium. Hier ist ein deutsches Konzentrationslager. Und von hier wird nur ein Weg zur Freiheit, durch Krematoriumskamine. Die Juden sollen hier 2 Wochen leben, Priester 1 Monat, das Rest 6 Monate. Das erste war ein Blockführer, Baretzky, hat viel geschlagen. Ein Hauptsturmführer Schwarzhuber, der war der Kommandant von Auschwitz-Birkenau. Das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung. Verdrängen hält die Erinnerung auf. Erinnerung bringt sie näher. Interessierter und betroffener Menschen aus nah und fern sowie für euer Ausharren. Maintenant, nous sommes à la fin de notre cérémonie. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette cérémonie de souvenirs et de la mémoire. KZ Cmentarza Pszczembel, o 17:00 msza w kaplicy na cmentarzu w Szorcingen.